Forellenbarschuppe. Naja, nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Weiß man nie, ob man nicht nochmal eine Forellenbarschuppe brauchen kann. Aha. Und ein Gabel. Ich könnte überhaupt nicht lesen, was da steht. Ein sehr langes, verschachteltes Wort. Gabel Schleswig-Holstein oder so ähnlich stand da, glaube ich. Aha. Kann mich jetzt verducken, aber sonst nichts. Da steht zwar Nahkampf. Ah ja, das geht nur, wenn man steht. Okay. Na gut, was auch immer. Vielleicht ist das später mal eine Abkürzung oder so. Alligator-Hechtschuppe. Ja, unmöglich. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich dachte, ich muss einfach zum Ende der Halle, aber scheinbar ist es nicht so einfach. Ah, da lang müssen wir. Na dann. Riesige Fußspuren. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. Das haben wir schon verstanden. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucare. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Patricia ist wohl sowas wie die Emily in diesem Teil. Ja, ich glaube, die ist wirklich unser permanenter Sidekick. Die ist, glaube ich, immer mit dabei. Thank you for understanding. So kann ich heimlich schlafen und keiner merkt's. Und Hasenkopf übernimmt. Hasenmaske, übernehmen Sie. Leider sehe ich halt auch nichts mehr. Das ist der Nachteil an der Sache. Sonst wäre es ziemlich genial. Aber alles hat einen Haken, Mensch. Nix funktioniert einfach mal. Untersuchen Sie das Leichenschauhaus. Machen wir. Suchen Sie nach Hinweisen. Jetzt wartet mal kurz. Ich benutze kurz meinen Supersinn. Halt, stopp, Mist. Okay, dann schauen wir uns erstmal die... Oh, da ist es auch noch. Na, dann fangen wir mal mit den Styroporkisten an. Boxes of the past or presence of the future. Either way, this is a curious time capsule. Diesen Investigation-Modus finde ich irgendwie nett. Das ist total simpel. Und eigentlich wählt man quasi nur Menüpunkte, die ein bisschen schöner versteckt sind, wie einfach nur in so einem Dialogbaum zum Abarbeiten. Aber ich find's nett. Ich mag sowas. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Zach, can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time.
Kann das sein, dass das ein der Pogo-Puschel-Maske ist? Was? Ich weiß es nicht. Es kann alles sein. Ich habe keine Ahnung, was eine Pogo-Puschel-Maske ist. Boxes that got left behind. I can't tell what's inside. What do you think, Zach? Ich glaube, das sind Kisten. Ich glaube, das ist eine Kistenkiste. I'm gonna go with okra. Yeah, okra. Was ist denn okra? I'm sure it must be okra. That's a staple of the South. Ja, dass du die da meinst, weiß ich, aber ich weiß nicht, ob das eine Pogo-Puschelmütze ist. Eine Deckenlampe. Zach, can you see that? Nein. Look closely. Oh, Fingerabdrücke. That's right. There are four imprints in the frost on the top of this. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Ich glaube auch. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Die hat doch auch gesagt, dass die von einem riesigen Kerl verfolgt wurde. So groß wie eine Eiche. Vielleicht hat sie das wortwörtlich gemeint. An icicle. Never thought I'd see one of these down in the south. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous zero. Ach so. Das ist... Ach so. This frost is shaped like something we're very used to seeing. Und zwar der Pin, ein Kegel. Und so schließt sich der Kreis. That's right. A body bag. Ach so. Na gut. Für mich sieht es trotzdem aus wie ein Bowlingkegel. Lisa's body must have been left here. But there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. Okay, der Kriminelle ist 3 Meter groß, riesig und trägt so Leichensäcke einfach bequem unterm Arm wahrscheinlich. Na dann. Zach, these are human footprints. And they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Ja, barfuß auch noch, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms. Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end in the icebound zone. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's body? All we need to do is find a 10-foot-tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. Cason war relativ groß. Ich bin noch gespannt, wie sich das auf den ersten Teil bezieht, das Ganze. Ich bin noch gespannt. 10-foot-tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. Okay, aber wie konnte unser York Morgan sehen, dass auf der Oberseite der Lampe, die 3 Meter hoch an der Decke hängt, Fingerabdrücke sind? Und wollen wir nicht mal schauen, ob da wirklich Fingerabdrücke sind in den Spuren? Tja. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Aber er ist der FBI-Agent hier, der kriegt das schon hin. Die fliegende
berühmte Schlange ist im Delikatessenlager. Das wissen wir doch gar nicht. Wir nehmen das nur an. Flusskrebsschwanz. Moment mal, Flusskrebse haben keine Schwänze. Sei denn... Oh, was wird mir denn hier alles angezeigt? Da verklickt man sich einmal kurz und schon. Wow, das ist alles hinter dieser... hinter diesem Durchgang, durch den ich nicht durchkomme. Wegen kann man auch nicht verschieben, oder? Nee. Naja, dann gehen wir wohl erstmal runter. Wird es Deadly Premonition Law Videos geben? That elevator needs a key, Mr. York. Zur Story-Zusammenfassung von ersten Teil? Vielleicht jetzt, wo der zweite da ist und dann später noch eine vom zweiten Teil. Könnte man zum Beispiel schon machen. Die ganzen Zusammenhänge und so. Do you have one? Actually, no. I didn't think you'd ever want to go down there. So I didn't bother to go and get one. Well then, would you go and get one now? COG, I know. I'll tell it to him straight. Thing is, Mr. York, you know the Clarksons? The folks who own this place? Well, they don't too much like the police. And they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. All they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Na dann, besorgt den Aufzugsschlüssel. Neue Mission wurde gestartet. Die Animation, wenn man... Das ist irgendwie großartig. Okay, schauen wir mal. The elevator won't move without a key, Mr. York. Das stimmt, wenn die einen durchsuchen. Aber das ist gerade schon irgendwie so eine Sache, weil wir haben jetzt gerade keinen Durchsuchungsbefehl. Und ich weiß nicht genau, ob das Gericht uns einen Durchsuchungsbefehl ausstellen würde, wenn ich sage, ich habe mit dem Knochenkerl geredet und der hat gesagt, die fliegende Schlange ist da im Keller. Wird wahrscheinlich schwierig. Insofern ist doch okay. Fragen wir halt hier einfach Angestellte, ob die für uns aufmachen würden. Und ne, wenn die aufmachen, dann machen die auf und ist alles gut. Think you two can go and figure something out? I'll search around here in the meantime. I believe in you. I know they didn't make you a special agent for nothing. Ach man, ich verdrück mich dauernd, wenn ich mal sprinten will. Aha, jetzt kann ich doch damit interagieren. Zack, I think we can move this. Aha, auf einmal. Better check back here as well, just to be on the safe side. Ja, vorsichtshalber sollten wir da hinten hinschauen, hast du recht. Nee, nicht wieder zurück. Da. Na, endlich können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Flusskrebsschwanz. Hier waren doch so viele Ausrufezeichen versteckt. Ah, auf der Karte sind auch noch ganz viele Sachen eingezeichnet, aber weiter hinten hier. Aha, interessant. Wollen wir mal kurz hier hingehen? Guten alten Schieberätsel. Wobei das nicht wirklich ein Schieberätsel ist, sondern einfach nur... Ich schiebe Mechanik, ich schiebe halt Sachen. Das
hat bis jetzt nicht viel von dem Rätsel. Jetzt kriegt schön langsam Rätselcharakter. Jetzt muss ich nämlich erst das vorhergeschobene nochmal schieben, damit ich das schieben kann. Und schon ist es ein Rätsel. So schnell kann es gehen. Aber gibt's eigentlich weniger Horror- und Shooter-Passagen? Ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich fand den ersten Teil immer ein bisschen nicht so cool. Aber ich frage mich gerade mal. Wir spielen jetzt doch schon eine ganze Weile eigentlich und bis jetzt noch kein einziger Gegner und nichts, auf das man schießen könnte. Außer diese verfluchten Eichhörnchen, die mir dauernd die Sachen aus den Taschen klauen. Aber sonst... Die Eichhörnchen. Das ist echt super. Schon im ersten Teil, als das Auto gleich am Anfang einen Unfall baut und die Eichhörnchen da im Wald wie Affen schreien, während sie weglaufen, seitdem ist schon klar, dass mit den Eichhörnchen irgendwas nicht stimmt. Und jetzt wird endlich aufgeklärt, was da los ist wahrscheinlich. Die Eichhörnchen sind von Anfang an der wahre Mörder. Auch schon im ersten. Jetzt macht alles Sinn. Fall gelöst, wir können nach Hause gehen. Es waren die Eichhörnchen. Die haben auch das Auto geklaut, genau. Natürlich, wer sonst könnte mit seinen kleinen Fingern Hybrid-Autos knacken? The human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Klauen wir ihm jetzt den Schlüssel? Ja. Now we should be able to operate the elevator. Na gut. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write him a letter of apology later. Kann ich hier zufällig Reis kaufen mit dem Automat? Nee, ich hab's mir schon gedacht. Schade. Ach, come on, sprinten und nicht tucken. Okay, Schlüssel gefunden. Eichhörnchen sammeln Nüsse. Mr. York, sind Samen. Did you find a key? Rote Samen. Ganz genau. Jerry hat ja schon beim ersten Teil gesagt, dass er die Shooter-Passagen nur eingebaut hat, weil der Publisher das wollte. Ach, wirklich? Na, guckt euch das an. Hat der Publisher die weniger guten Passagen des Spiels mal wieder erzwungen. Typisch. Ha, now that's my special agent. There ain't no stopping you. Wanna head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or -17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Hey, Avery! Can't you hear me? Alligatoren? Was? Ja, okay. Warum nicht? Open the damn door, Avery! Ja, auch die Delikatessenabteilung. Oh, it ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. He just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans! Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. Sondern auf den Alligator-Kopf. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I?
Okay, von mir aus, dann machen wir es so. Mein Plan wäre jetzt gewesen, dass ich hier über die Kisten kletter. Aber ich schätze mal, das geht in dem Spiel nicht. Deswegen schießen wir wohl auf gefrorene Fleischklötzchen. Ah. Hat das jetzt irgendwas gebracht oder hätte er sich sowieso umgedreht jetzt, in dem Moment? This is Mr. York, an agent from the FBI. Ist der Kerl riesig? Hi Avery, I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York... You a smarty pants, hm? Avery Smith. He's shyer than he looks. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Ist der groß genug für den Mörder? Expensive food here. Yep. Mighty precious to the Clarksons. So I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper. Oh, I help with the research, too. I do like research. Forrest Gump, so ein bisschen. Research? Nur groß. What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pants scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Oh. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lisa. What? Hey, cut it out! Lisa? Why? Avery, that's not Lisa. Not Lisa? This is Melvin's daughter. And my precious assistant. Unfortunately, Lisa is no longer with us. Lisa! Lisa! My fault! My fault! I guess he sort of liked Lisa, you know? See, the poor fella's got himself a child like mine. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well... With this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. So, fliegende Schlange. Könnte das nicht schon so ein aufgehangener Alligator sein? Eine fliegende Schlange? Schauen wir mal. Ochsenfroschzunge. Was hier nicht alles so rumliegt. Avery, this box looks special. Clarkson Food,
For their home. Melvin, is this the Clarkson's family crest? Oh, the dragonfly? Yeah, that's the Clarkson's mark, all right. Dragonfly. Ach so, nee, Quatsch. In The Last of Us, it's the fireflies. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. They pretty much run all of this town's major industries. Yeah, I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law. They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. I can't even walk a few steps without seeing one. Was für coole Namen diese Insekten in der englischen Sprache eigentlich haben, oder? Dragonfly für die Libelle. Das klingt cooler als Libelle. Und Firefly klingt auch besser als Glühwürmchen. Ich meine, wenn die Widerstandsgruppe, das ist irgendwie schon cool auch, eine Widerstandsgruppe, die irgendwie Terroraktionen startet und Militärkontrollpunkte in die Luft sprengt und was weiß ich was, und ihr Name ist die Glühwürmchen. Ja, na gut. Zack, this dragonfly is our flying serpent. Ah, Na gut. The flying serpent owns this town. Der legt sich aber die Sachen auch so zurecht, wie er gerade lustig ist, oder? They're related to Lise Clarkson, our victim. Ach so, wegen Dragonfly, wegen dem Namen Dragonfly, nicht wegen der Form. Na gut, von mir aus. And Hungen's Oracle pointed us toward their family crest. The Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Ach so. Ich muss immer noch drücken. Well, what are you waiting for? I can't bear to spend another second down here. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Wirklichkeit eigentlich ganz angenehm ist, wenn man mal ein bisschen in so einem super kalten Kühlhaus ist, wenn man in so einem super heißen Bundesstaat unterwegs ist, in so einer super heißen Stadt. Also ich fände es angenehm. Ich glaube, ich würde da nicht mehr rausgehen. Ich meine, 0 Grad ist schon kalt, aber... Unten sogar minus 17 Grad. Das ist schon wirklich kalt, ja. Das stimmt schon. Vor allem das Mädchen hatte nicht mal eine Hose an. Ich meine, dicke Jacke, aber keine richtige Hose. Das ist schon kalt. Vor allem wahrscheinlich mit so dünnen Beinchen. Unverantwortlich, dieser Polizistenvater. Unverantwortlich. Wirklich eine Blasenentzündung. So, what do we do now, Mr. York? Zack and I will take things from here. Then what should I do? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Hey, don't scare me like that. Don't scare me like that. I grab you with my hand in the face. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. Disappointing, to say the least.
But how can you be so sure? I want to see some proof. Ich muss eher an den Einkaufsschieber aus Hot Fuzz denken, der mit der Glatze. Kann ich mich nicht mehr erinnern an den. Proof number one. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. Aber ich finde, Shaun of the Dead war schon der beste von dieser Cornetto-Trilogie. Hot Fuzz und End of the World finde ich schon auch gut, aber Shaun of the Dead ist schon der beste von den dreien, finde ich. None of the prints looked similar to those of common insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Proof number two. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. Ich hab's. Ich glaube, es ist kein Riese. Kein barfuß rumlaufender Riese, sondern es sind drei Hobbits aufeinander gestapelt. Das macht das, ne? Riesige Füße, 3 Meter groß, 3 Hobbits. Fall gelöst. Auf nach Mittelerde, würde ich sagen. Oder geben wir es an die Mittelerde-Behörden weiter. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number three. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. But there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant standing over 10 feet tall, carried Lisa's body out. Hobbits sind ziemlich stark. Ich glaube, ein Hobbit könnte die auch tragen. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Well then, you need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal itself to you. Ich glaube, im Middle-Earth Police Department ist Zeit der Hobbit geschlossen. Zeit der Hobbit? Warum Zeit der Hobbit? Hobbits haben aber keine Riesenfüße. Doch, die haben doch Riesenfüße. Also, im Film. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die im Buch beschrieben werden. Aber im Film haben die definitiv Riesenfüße. You're a smart kid. I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. A sharp eye and flawless observational skills, uncovering the truth with a heady intuition. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. Doch, die haben behaarte Riesenfüße. Da gibt's doch sogar, ich habe da sogar so ein Interview gesehen, weil die hatten ja im Film Gummifüße, die hatten riesige so Latexfüße an. Und wenn die vor oder während den Aufnahmen immer zu viel rumgeblödelt haben, sind denen die ganze Zeit diese Füße abgefallen. Und dann mussten die wieder zurück in die Maske und alle haben es gehasst. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. Das war anscheinend ein Rieseneck, diese künstlichen Füße an die dran zu kleben, nämlich. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Patty? Ich finde, das ist das beste Thema. Wenn wir schon hier Deadly Premonition 2 spielen, dann sind Filme... Zack, we found the flying serpent. Das beste Thema, über das man nebenbei reden sollte, finde ich. Now we simply need to locate the 10 maidens. Eigentlich am besten so 80er, 90er Filme, aber... It's time to head on to Alexis's Diner and Lane.
Was sind denn die letzten Filme, die ihr so geguckt habt?